Hey und willkommen zurück hier wieder bei Custom Campaigns Cry of Fear mit dem Punkt. Wieder außerhalb des Streams. Das war jetzt, was ihr letztens gesehen habt, war so die letzte Stream-Folge. Ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr verwirrt, dass zwischendurch mal wieder ein bisschen bessere Qualität und jetzt wieder schlecht, also das sind wieder schlechtere und jetzt wieder bessere Qualität kommt. Nicht an dem hängen bleiben. Wir geben einfach unser Bestes und versuchen hier einfach mal so schnell wie möglich durchzukommen mit das Level. Ich kann mich noch ungefähr daran erinnern, wie wir das am Samstag gemacht haben. Welchen Gegner ich töten darf und welchen nicht. Also nur ganz grob, sind ja jetzt schon wieder gut 4 Tage vergangen seit dem Samstag. Ich habe eben gerade die zweite Custom Campaign zu Ende aufgenommen und dann, ja, weiß ich nicht, ob ich erst wieder im Stream weitermachen soll oder ob ich gleich die nächste Custom Campaign anspielen soll oder weiterspielen soll. Schauen wir doch mal. Ich wollte auf jeden Fall mal wieder was spielen. Ich glaube, falls ich mich entscheide, nicht noch eine Custom Campaign aufzunehmen, werde ich bestimmt gleich nochmal anfangen, Mass Effect zu Let's Playen. Da habe ich gerade wieder richtig was drauf. Weil ich will endlich Mass Effect 3 spielen. Bei Mass Effect 2 sind wir ja schon so gut wie durch. Nein, nicht nach... Oh Gott. Nein, nicht nachladen. Jetzt aber voll die Munitionsverschwendung. Scheiße. Das kommt aber, wenn man aufpasst. So, den müssen wir umschießen. Den da können wir leben lassen da rechts. Das ist ja der altbewährte Ablauf, den ihr hier kennt. Das ist ja nichts Neues. Das hatten wir schon. Au! Hatten wir schon alles einmal. So, dann schießen wir mal lieber um. Man weiß ja nie. So, das letzte Mal hat unser Kettensägen-Typ mir auch einfach mal umgeholzt. War nicht schön. Kann ich mich noch dran erinnern? Hey, wir versuchen das auch. Wir sind voll langsam. Klatsch, stoppt. No! Dieses Bett müssen wir entfernen. Chirurgisch entfernen. So, dann können wir an denen vorbeilaufen. Den schlagen wir mal um. Da sparen wir uns mal den einen Schuss. Alter, wie oft muss man den auf den einschlagen? Wie viel Schaden anscheinend sind's? Leck mich! Leck mich! Arsch! Boah, nee. Nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Das könnte davon genau ausgehen, dass ich das nicht mit mir machen lasse. So, hier können wir auch an allem wieder vorbeilaufen. Die können uns ja nichts, außer der Michael Myers-Verschnitt vielleicht. Nein, der konnte uns auch nichts. Gut. Rein da. So, jetzt weiß ich ja, dass da hinten die eine stand. Die überspringen wir nämlich mal nicht. Wir laufen jetzt hier an dem vorbei und gehen. Wir dürfen keine Treppen runterlaufen. Gehen dann gleich mal hier rein. Zack. Zonk. So, ich weiß es nicht. Wird man jetzt links gehen, bin ich der Meinung, dass da Munition lag, aber auch zwei von diesen Gegnern. Also gehen wir einfach mal rechts lang. Scheiße, ein Schuss nur noch. Ja, bevor wir beim Kettensägen-Typen nachladen, laden wir halt hier nach. Haben wir jetzt nur noch 10 Schuss. Aber dafür finden wir hier auch nochmal 10 weitere. Und wir müssen den Sawyer natürlich erstmal triggern. Wie manchmal einfach der Sound rumpackt von dem. Oh Gott, das war knapp. Das war ja mal richtig knapp. Und da hat er uns erwischt. Bei der Hälfte seiner Leben. Hey, das ist ja so toll. So, nochmal das Ganze von vorne. Vielleicht sparen wir uns diesmal ein paar Schuss auf. Nein, da war der Schlüssel. Wie kommt man darauf, immer wieder den Sawyer als Boss... als Boss zu nehmen? Das ist doch... Bei jeder Custom Campaign war das auch bis jetzt so, oder? Dass wir mindestens einen Zauber hatten, gegen den wir kämpfen müssen. Ich halte ja sowieso von dieser Custom Campaign sehr viel, wie ihr schon in den vorigen Folgen gehört habt. Aber da kann ich ja auch nichts gegen tun. Leider. Wer webt denn sowas? Warum tut man das? Barbara. Church. Mit dem. Wollen wir mal ja nicht so übertreiben. Vielleicht ein bisschen übertreiben. Zack, springen wir an denen vorbei. 4 Schuss haben wir noch im Lauf. Oder in der Trommel. Von dem Ding. Das kotzt mich so an.
Dieser Gedanke, dass man nur einmal von dem Boss getroffen werden muss und dann das ganze Level nochmal machen darf. Wenn man den wenigstens gleich zu Anfang macht, dann würde das ja gehen. Aber nö. 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 Lass mich vorbei! Alter! Scheiß Spiel! Jetzt fängt das wieder so an wie bei der zweiten Kampagne, dass wir da an diesen Typen mit den Messern nicht vorbeikommen. Das sind jetzt sozusagen die Hammertypen. Aber immerhin haben wir noch so viel Leben, dass wir nicht humpeln und langsam sind. Also wir hätten noch eine Chance gegen das Horror. Und ich hoffe mal, wenn danach nichts mehr kommt, dass es dann alles war. Jetzt stirbt er nicht! Leck mich doch fett! Laden wir halt wieder nach. Kann ich jetzt auch nicht... Alter! Alter! Das Spiel will uns gerade richtig mobben, ne? Ja, du schlag nochmal zu. Schlag nochmal zu! Du kannst das ja so... Oh, ja! Steve deckt uns auch noch. So much fun! Ich hätte es wirklich im Stream, wäre ich da noch ausgerastet, glaube ich. Hätte ich da jetzt keine Pause zwischen gemacht, aber ich fühle mich gerade schon wieder fast so belastet wie beim Stream. Nur wegen diesem blöden Level. Schon allein, weil wir eben gerade den Boss gemacht haben, der auch schon so viel Konzentration und Ausdauer gebraucht hat, dass der einfach so extrem verbuggt war, dass er uns jedes Mal getroffen hat. Aber das habt ihr ja bestimmt schon gesehen. Nervenzusammenbruch pur. Blablabla. Ist noch schlimmer als I want to be the Boshi. Da war ja die Musik total abgefuckt. Da bin ich überhaupt nicht drauf klargekommen. Ja, ihr kriegt mich niemals lebend. Mann, 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 Mann. Ich will ein gutes Cry of Fear Custom Campaign Map Dingens haben. Nicht sowas hier. Ist das denn zu viel verlangt, ey? Boah. Finde ich nicht gut. So, ich hoffe mal, du lässt mich diesmal vorbei. Au, oh, er hat mich trotzdem noch getroffen. Ich hab den doch gerade getroffen. So, den letzten Schuss können wir zum Glück aufsparen, weil das fliegende Bett... Wenn wir da versemmeln, müssen wir sowieso nachladen. Wir brauchen sowieso mindestens 2 Schuss für das. Also läuft. Läuft. Ja, na klar. Ja, sicher. Pling macht so. Wir haben es nämlich nicht getroffen. Wir haben komischerweise das Bettgestell getroffen, anstatt das Vieh im Bett. Jetzt haben wir es nämlich getroffen. Zack, und da ist es tot. So, 3 Schuss. Oh, jetzt trifft der uns. Bei manchen Sachen weiß ich wirklich einfach nicht, wie ich ausweichen soll. So, und das waren mir die Schüsse gerade wirklich wert. So, use the ladder. Nicht combine. Use. Use it. Use the force, Luke. Der wollte uns auch schon schlagen eben gerade. Der Michael Myers verschwindet auch. Das schafft er aber nicht. Wir sind schnell. Wir sind schneller als schnell und... So. Ich werde es mir nie merken, dass wir die Leiter nicht hoch... dass wir die Treppen nicht runterlaufen dürfen. Ich werde es mir nie merken können. Genauso wie wir nicht auf der Treppe hier auch hochrennen dürfen und so. Merken? Nee, kann ich nicht. Na, komm her. So, bevor wir wieder beim Boss nachladen. Wow, haben wir wieder genau 10 Schuss, wie beim ersten Versuch eben gerade. Wenn diese Folge nichts wird, dann lösche ich diese einfach wieder und dann merkt ihr gar nicht, dass es nicht funktioniert hat. Also ich könnte wirklich wetten, dass der Boss irgendwie einen Schlüssel droppt oder sowas. Wir müssen wirklich in die Ecken von jedem Raum kiten. Wenn wir irgendwie abkürzen die Ecken, dann haben wir verloren.
Wenn ich gegen die Wand laufe, habe ich auch verloren. Wenn er uns trifft, haben wir auch verloren. Gott, das war knapp. Wir müssen wirklich den kompletten Raum ausnutzen. Nein, 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 nein. Komm schon. Ja! Fuck! Yo! Fuck you, bitch! Can't leave it now, I... Ich muss erstmal ins helle Licht sehen, bevor wir hier weg können. Okay. Haben wir es geschafft? Komm schon, wir haben es geschafft, oder? Wir haben es geschafft, oder? Wir haben es doch jetzt bestimmt geschafft. Haben wir es jetzt geschafft? Komm schon, wir haben es geschafft, oder? Wir haben es geschafft, ja. Kommt kein weiteres Kapitel, bitte kein weiteres Kapitel. Nicht von dieser schlechten Kampagne. Bitte, 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 bitte. Kein weiteres Kapitel. Ja, ja, wir haben es geschafft. Ja. Das tut gut. Dass wir das endlich geschafft haben. Dieses Spiel, in Anführungszeichen. Boah. Boah. Nee. Cry of Your Dream. Thanks for playing. Nein. Ich wünschte, ich hätte es nicht weitergespielt. Aber nun gut, gucken wir uns mal kurz unsere Statistik an. Warum auch immer dieses Bild da sein soll. 30 Schüsse, 27 haben getroffen. 3 gingen daneben. Ich glaube, das soll eine 90 sein. Kann man nicht erkennen, weil die Stirn so weiß ist von dem. 35 Schaden genommen, 66 Kilometer gelaufen. 4 Minuten haben wir nur gebraucht und 8 Gegner getötet. Und wir können aber noch schießen. Bug. Yeah. Dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Custom Campaign wieder mit mir dem Punkt. Danke fürs Einschalten. Tschüssi.